Ja, hallo, was machen Sachen? Ich will ein bisschen mit euch reden. Momentan fühle ich mich so ein bisschen in der Zwickmühle und ich will einfach mal drüber reden. Ich will so weit halt auch ehrlich sein und einfach das mal ein bisschen loswerden. Ich habe ja jetzt den Monat auf YouTube gestreamt, hier so ein bisschen. Anfangs aktiver, momentan die letzte Woche weniger, weil ich krank geworden bin. Ich hatte Erkältung und dann war das dann halt auch nicht so. Aber wie gesagt, ich fühle mich gerade so ein bisschen in der Zwickmühle. An für sich habe ich ja auf YouTube angefangen zu streamen oder wieder angefangen zu streamen. Ich hatte ja vor Jahren primär auf YouTube gestreamt, bin dann auf Twitch gewechselt, dann wieder hierher gewechselt. Dieses ganze Hin und Her gewechselt ist halt auch nicht so das Wahre und auch nicht so das Beste, finde ich. Ist dieses Umstellen ist halt doof. Ich habe jetzt halt ein Problem, sowas. An für sich, ich mag YouTube gerne, ich mache gerne Videos. Gerade einfach dieses Quatsche hilft mir auch so ein bisschen, einfach mich einfach von der Seele zu reden. Und wie gesagt, momentan habe ich so ein bisschen ein Problem. Was ich habe, ist halt, das Streamen auf YouTube ist halt an für sich irgendwie so ein bisschen seltsam. Also ich bin es jetzt von Twitch gewöhnt, da habe ich auch wesentlich mehr Interaktion mit dem Chat. Das ist halt eine Sache, die ich sehr traurig finde, dass man halt in YouTube halt, wenn Stream läuft und man keine Leute am Anfang dabei hat, dass die dann halt auslaufen. Die Streams werden am Ende auch zwar noch geguckt, aber dazu komme ich gleich noch, aber wie gesagt, halt. Es ist immer ein bisschen schade. Mir fehlt so ein bisschen die Community, die ich auf Twitch hatte. Ich hatte ja da durch die Fried Eagles halt immer mal einen, der mit drin war. Und es waren auch generell mehr Leute im Chat. Das hat ein bisschen mehr Spaß gemacht, wie wenn ich halt alleine. Wenn ich dann anfangs keine Leute dabei habe, sind die wahrscheinlich eher weniger neue dazugekommen, weil man irgendwie diese Streams auf Twitch weniger findet. Was halt echt doch mal schade ist. Ich habe mich persönlich einfach immer ein bisschen lost und alleine gefühlt. Ich hatte Natur, der Tier und Heimat war ja immer mal da am Anfang, aber es ist dann halt während des Streams keine Leute dazugekommen. Was ich auch ein großes Problem mit habe, dass einem YouTuber einmal direkt diese Zahlen direkt ins Gesicht klatscht und ich halt auch teilweise gerade bei längerem Stream gefühlt halt meinem Kanal mehr schade und das finde ich ein bisschen traurig, weil jetzt habe ich schon mal ein paar mehr Leute in meinem, ein paar mehr Abonnenten, was mehr Watchtime und diese ganzen tollen Geschichten, wo gesagt hat, yay, hast was geleistet und sobald man längere Streams macht, die dann halt nicht so aktiv geschaut werden, eher im Nachhinein nicht geschaut werden, weil sie halt so lang sind. Hat man dann halt wieder gleich, ja, keine Watchtime und sonstige Geschichten. Und es wird halt einem direkt ins Gesicht geschmissen, dass das schlecht ist und man versinkt dann halt wieder in der Versenkung. Da habe ich jetzt so ein bisschen auch die Angst dafür, dass ich, wenn ich länger streame, gerade wenn ich jetzt an irgendwas moduliere, das sind dann halt doch mal ein paar mehr Stunden. Ich habe auf Twitch locker mal öfters mal so zwischen 6 und 12 Stunden gestreamt. Auf YouTube habe ich nicht getraut. Ich habe echt, wenn ich was gemacht habe, habe ich mich immer gefragt, lohnt es sich jetzt, das Stream anzumachen? Und das ist halt echt schade, das will ich ja nicht. Ich wollte ja streamen, dass ich halt ja mit anderen zusammen bin. Und das fand ich jetzt halt auch richtig doof, dass ich halt hingegangen bin und habe mir überlegt, wenn ich jetzt was mache, lohnt es sich das, wenn ich das jetzt streame? Oder soll ich alleine zu Hause hocken und das halt so machen, ohne dass halt großartig halt Interaktion ist? Weil einfach, wenn halt jemand Chat ist, dann fühle ich mich halt nicht so alleine. Das ist mehr so, das ist mein soziales Leben anscheinend jetzt geworden. Dass im Stream halt immer mal einer dabei ist, dann ist aber ja im Discord dabei, dann ist im Chat einer dabei, dann ist über Teamspeak einer dabei. Da habe ich mich nicht so allein gefühlt. Und momentan ist halt so diese Überlegung, mache ich jetzt den Stream an? Lohnt sich das? Oder kriege ich dann halt wieder von YouTube diese bösen Zahlen und halt generell, sobald man dann halt wieder Sachen hat, die halt nicht geschaut werden, rutscht man halt wieder komplett in die Versenkung. Momentan habe ich ja meinen Kanal so ein bisschen höher gepusht, dass halt auch an für sich die Zahlen schöner sind, es ist grün und so weiter, und es sind auch mehr Leute, die kommen. Aber wenn ich halt längere Streams mache, sinken die Zahlen wieder nach unten und generell dann heißt alles andere sinkt weiter nach unten, es wird weniger Leuten vorgeschlagen. Das ist halt echt schade, weil ich momentan eigentlich echt stolz darauf bin, dass ich halt über die 400 gekommen bin. Das hätte ich nie gedacht, dass ich halt überhaupt so viele Leute auf meinem Kanal habe und ich will mir das irgendwo auch nicht kaputt machen. Ich habe dann halt gestern noch mal testweise auf Twitch gestreamt, nee, vorgestern noch mal auf Twitch gestreamt. Es hat wieder alles funktioniert für die Stunde, die ich hatte. Ich hatte dann Besuch bekommen, dann habe ich es doch abgebrochen, weil der Besuch fand ich jetzt doch wichtiger wie jetzt Stream. Ja, und da hat es halt wieder funktioniert. Jetzt bin ich halt überlegen, bleibe ich auf YouTube und riskiere da halt mein Kanal halt wieder in der Versenkung schwinden zu lassen, wenn ich lange streame und mache ich mir Gedanken, lohnt sich das? Was ja total absurd ist, sich hinzusetzen, lohnt sich das jetzt zu streamen? Das hatte ich halt auf Twitch nie, da habe ich gesagt, stream jetzt halt und wenn Leute da sind, sind da, wenn du hast halt einfach dieses Gefahr nicht, dass du halt einfach in der Versenkung verschwindest oder das fühlt sich nicht so an, weil YouTube kriegst es ja mir direkt ins Gesicht geschmissen. Das ist das Fiese.
Wollten die nicht eigentlich was machen, dass die Creator sich schöner fühlen? Da haben sie nicht deswegen die Dislikes gemacht, aber du kriegst ja im Dashboard alles mit, du kriegst es ja ins Gesicht geworfen. Das war jetzt schlecht. Das war fies, du hast schlechtere Zahlen und das. Ich glaube, das tut man der Depression jetzt auch nicht so gut, einfach zu sehen, ja, die Zahlen sind ein bisschen niedriger, dann geht halt generell alles runter, nicht nur für dieses Video, sondern auch alles, was man dann die nächsten Tage postet. Versinkt dann halt alles, es wird weniger geklickt und man kriegt das halt alles ins Gesicht gedrückt. Bei Twitch ist das jetzt gefühlt nicht so. Ich kann auch auf die Analytics gucken, da sehen halt Balken hoch und runter und das ist aber, es wird einem nicht so permanent ins Gesicht gedrückt, dass das jetzt halt schlecht ist. Es gibt keine roten Pfeile, keine grünen Pfeile oder sonstige Stehen, sondern ja, die waren halt da oder nicht. Irgendein Balken geht hoch. Aber du hast jetzt gefühlt keinen Nachteil dafür, dass halt weniger oder mehr Leute da sind. YouTube wird es halt einem richtig reingedrückt, das finde ich halt echt nicht fies. Und dann halt, man sieht es halt auch richtig, sobald ich einen längeren Stream hatte, der halt anscheinend nicht so viele Leute interessiert, da ist halt bei mir die komplette Kurve runtergegangen. Auch die restlichen Videos wurden halt nicht so oft geklickt. Und ich habe dann schon so ein bisschen Angst. Jetzt habe ich schon so viel geschafft. Jetzt will ich es mir halt auch nicht verbauen. Ich hoffe, der ein oder andere kann das halt verstehen und ja. Momentan bin ich halt wieder überlegen, mache ich dieses weiter, dieses ich überlege, lohnt es sich zu streamen oder nicht? Und bin mir halt selbst im Weg oder versuche ich es halt nochmal mit Twitch und hoffe, dass die Verbindung hinhaut. Wie gesagt, ich habe ja eine Stunde jetzt nochmal gespielt. Ich hätte auch tatsächlich ein Spiel gespielt, das hat funktioniert. Das war ja lange Zeit im Dezember nicht so. Ich konnte ja kein Spiel spielen, ohne dass das hängt wie sonst was. Wahrscheinlich werde ich so Online-Spiele weniger spielen können, weil die doch sehr aufwendiger sind von der Leistung her, von der Verbindung her, aber so Einzelspieler funktioniert anscheinend. Ja, momentan ist halt so, dass die Zwickmühle, bleibe ich jetzt auf Twitch, bleibe ich jetzt auf YouTube mit den Streams? Sagt, ich werde auf YouTube auf jeden Fall mit den Videos bleiben. Ich werde jetzt auch mich morgen nochmal dran setzen, dass den Rest von meinem Tutorial machen mit dem Rigging, dass wir dann halt den gerigten Charakter so einsetzen, dass wir den VC Face nutzen. Das mache ich aber morgen fertig. Ich hatte schon angefangen, aber mittendrin halt die Intuition verloren. Das ist ja dann auch nichts, wenn ich schon da sitze. Ja, scheiße. Da muss schon ein bisschen. Soll ja auch für euch schöner sein momentan. Tutorial sind immer noch ein bisschen schwierig, weil das halt doch sehr viel Arbeit dahinter steckt. Und dann muss das funktionieren und dann sehr viel schneiden. Man mag es eigentlich kaum denken, weil halt immer irgendwas nicht funktioniert. Es stürzt ab. Man hat es eventuell beim letzten Tutorial gesehen, dass mit dem IK-Rack aufsitzen habe ich sehr viele Schnitte drin, weil mir ständig Blende abstürzt. Blender mag halt nicht aufgenommen werden anscheinend. Ich habe jetzt zum Glück auch Maya wiederbekommen durch den Freund. Also nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Das ist wesentlich stabiler. Aber so Rig-Geschichten oder Charaktere, die ich halt eh schon habe oder die über das V-Roid Studio gemacht worden sind, brauche ich halt mit, muss ich halt mit Blender bearbeiten, weil Maya mit dem VRM-Umwandeln nicht so geil funktioniert. Ich muss doch gucken, wenn ich die VRM in FBX umwandle, dass ich die dann importieren kann in Maya, aber das habe ich noch nicht gemacht. Ich bin jetzt halt erstmal für Charaktere in Blender geblieben, weil ich halt da schon alles aufgesetzt habe und halt, wie gesagt, diese Rig-Geschichte halt einfach in Blender habe. Ja, soweit. Vielleicht hat der ein oder andere Tipp für mich oder so. Ich, wie gesagt, ich werde jetzt gucken, ob ich auf längere Weise auf Twitch halt wieder streamen kann. Ob da jetzt wieder was mit dem Internet funktioniert oder nicht. Ich weiß nicht, was war. Ich hatte aber auch mit ein paar Kollegen gesprochen, die hatten im Dezember auch einige Probleme mit Twitch. Vielleicht hat sich das ja jetzt gelöst und es funktioniert wieder besser. Es war halt so eine Frustsache, ja, Twitch geht nicht, jetzt gehe ich halt wieder zurück auf YouTube und dann gehe ich wieder zurück auf Twitch und dann wieder zurück auf YouTube und dieses Hin und Her, das ist halt auch scheiße. Ich kann aber auch nicht auf parallel streamen, auf beiden Seiten, weil ich ja Affiliate habe und bei Twitch ist es so, sobald du Affiliate bist, darf dein Content, der auf Twitch ist, muss ein Tag nur für Twitch sein und danach, nach einem Tag, darfst du es halt auf andere Plattformen nutzen. Muss halt immer diese 24 Stunden dazwischen sein, sonst kriegst du halt Ärger. Das ist auch ein bisschen schade, ich hätte das mal vorher überlegen sollen, ob ich Affiliate mache oder nicht. Bis jetzt hat es sich halt noch nicht gelohnt. Ich kann jetzt halt Bit machen, vielleicht mache ich ja irgendwas. Ich muss mal gucken, ob es irgendwelche lustigen Spielereien gibt, die man halt tatsächlich mit Bits und Punkten machen kann. Jo, das wäre schon lustig, dass man einfach mit dem Chat ein bisschen mehr machen kann, dass irgendwelche Sachen passieren. Ja, mal gucken. Ich werde jetzt doch mal gucken, die nächsten Tage oder so auf Twitch streamen und dann mal gucken, wie ich es sich fühle. Vielleicht wirklich wieder auf YouTube zurück. Momentan bin ich mir halt selbst nicht einig, was ich will, was ich ja, tun will, was so Sache ist. Alles nicht so einfach. Ist halt immer schwierig, wenn man selbst nicht weiß, was man will und irgendwie alles mal so probiert und guckt.
Ich fände es halt schöner auf YouTube, wenn halt ein bisschen mehr mit dem Chat zu machen wäre. Auf Twitch lässt sich halt allein schon durch diese Punkte und Bits irgendwelche Sachen machen. Ich habe ja die Sound Alerts, die dann immer irgendeinen Ton abspielen bei irgendwelchen Punkten. Ja. Vielleicht gibt es da auf Twitch ein bisschen mehr. Ich muss mich mal beschäftigen. Wenn euch eine Idee einfällt, was man halt bei den Twitch mit Punkten oder Bits oder sowas machen kann, dass man irgendwelche lustigen Geschichten einfließen könnte. Ich habe gesehen, es gibt welches, wo so Figürchen langlaufen. Muss ich mal gucken, wie man das implementiert in Streams, dass man sowas halt macht. Vielleicht mache ich auch ein bisschen was mit Lucy. Will mich jetzt ein bisschen damit beschäftigen, wie ich Lucy in die Unreal Engine kriege. Dann kann man da vielleicht ein paar Sachen machen. Dass das halt interaktiver wird, dass man dann halt verschiedene, keine Ahnung, Tänze oder so. Aber ich weiß halt nicht, ob es funktioniert. Ich weiß, wie ich Lucy halt als Datei schon mal da reinkriege, aber wie man das halt mit im Stream einbauen kann, weiß ich noch nicht, dass man halt da was macht. Gibt es bestimmt irgendwas, ich muss es nur finden. Da gibt es bestimmt irgendwie ein Tutorial, dass man das halt miteinander verbinden kann, über irgendwelchen Seiten oder so. Da will ich mich erstmal gucken, will mich erstmal ein bisschen informieren, was man da machen kann. Tja. Wie gesagt, das wäre jetzt erstmal so. Ich wollte mir das einfach mal von der Seele reden. Ob es jetzt Leute interessiert oder nicht oder sich wundern. Ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal ein paar Tage auf Twitch, gucke, wie es da weitergeht. Und wenn dann halt die Verbindung steht, bleibe ich da auf Twitch. Wenn nicht, komme ich wieder auf YouTube zurück. Und muss mir dann halt immer Gedanken machen. Das ist halt das, was mich am meisten gestört. Ich muss mich hinsetzen. Lohnt sich das jetzt, die Kamera anzumachen und den Stream anzumachen? Auf Twitch ist dann egal. Ich mach mal das. Ach, ich habe jetzt das zwar schon gemacht, habe keinen Bock mehr. Ne? Stell unten den Titel um, stell das Thema um und dann geht's weiter. YouTube musste dann halt eigentlich hingehen, sage ich, beende den Stream, mache einen neuen auf und dieses ganze Hin und Her, das finde ich halt auch doof. Auch das Einstellen vom Stream an sich, das ist bei YouTube halt echt unpraktisch. Wenn du gerade, ich weiß nicht, wie es mit Streamlabs ist, aber mit OBS, du musst den Stream fertig machen in YouTube, dann auf OBS hingehen, von da deinen Stream suchen und dann live gehen. Mit Twitch ist das leichter. Du hast Twitch und drückst auf Start, Stream starten und zack, startet. Dieses Hin- und Hergefriemel, du musst es da einstellen, dann hier einstellen und dann funktioniert da irgendwas nicht. Dann hast du auch irgendwie zwei Streams laufen, hat die auch schon. Der eine hat halt nur das Thumbnail gezeigt und war nichts, der andere hat dann den echten Stream gezeigt. Ist auch ein bisschen. Also das Stream an sich, allein vom Streaming her ist Twitch tatsächlich angenehmer, wenn halt tatsächlich die Verbindung steht. Wenn halt die Verbindung ständig abbricht, ist halt auch Kacke. Schwierig. Ja, so viel dazu. Wieder sehr viel geredet, nicht zum Punkt gekommen, im Kreis gedreht und keine Ahnung. Aber ich wollte euch einfach mal meine Gedanken so mitteilen, wie es momentan bei mir steht. Bin jetzt auch wieder halbwegs gesund. Ich hatte gestern derbe Kopfschmerzen, aber ich hoffe, dass ich auch wieder ein paar mehr Videos mache, wo ich einfach irgendwas erzähle. Vielleicht gibt es tatsächlich ein paar mehr Tutorials. Wie gesagt, ich wurde jetzt gebeten für das Rigging-Tutorial. Ist ja anscheinend ganz gut angekommen, war ganz cool. War auch vom Machen her ganz interessant. Ist halt viel zu lang geworden, aber was soll's, ich wollte halt alles mitgehen lassen. Vielleicht mache ich tatsächlich bei den Tutorials weiter. Ist jetzt halt, wie gesagt, die sind halt immer noch anstrengend und viel zu machen, weil ich auch überlegen muss, wie ich das rüberbringe, aber vielleicht gehe ich da doch mal ein bisschen weiter. Ja, wie gesagt, es gibt demnächst noch das, wie kriege ich den animierten Charakter in Unity rein und wie kriegen wir den dann fertig für VC Face? Oder mal gucken, vielleicht macht bei den Unreal Tutorials weiter. Da fehlt ja das Foliage auf jeden Fall noch für die Landscapes. Und mal gucken, da kann man auch das ein oder andere machen. Ich lerne ja momentan auch sehr viel mit Blueprints, was das angeht, für mein Spiel. Ich zeige euch demnächst auch mal, wie weit ich bin, wenn halt Leute keinen Bock auf Streams haben, dass ich einfach mal so eine Kurzfassung mache, wie weit ich da bin, falls das jemand interessiert. Falls es noch keine Merker, ich sitze gerade so ein bisschen am Spiel. Wir gucken, wie weit ich komme. Einfach so für mich, einfach mal zum Testen, wie weit kann ich gehen, wie weit komme ich ohne Programmiererfahrung, sondern nur mit den Blueprints. Da lerne ich momentan sehr viel. Ja. Und dann mal schauen, weiß ich noch nicht. Mal gucken, wo es mich hintreibt. Ich habe halt momentan so ein bisschen im Hinterkopf. Ich bin zwar nicht monetarisiert und so, es würde mir an für sich nichts bringen, aber ich finde es halt schön, dass ich mit YouTube so weit gekommen bin, dass ich halt über die 400 bin. Mal gucken. Vielleicht, wenn wir die 500 haben, dass wir mal irgendwie eine Verlosung oder sowas machen. Oder die 450 haben wir bald, dass man irgendwie eine Verlosung macht, dass ich irgendwas verlose. Wäre auch mal nice. So als kleines Dankeschön, dass ihr halt alle so lieb seid und da seid und euch das anguckt, was ich so mache. Vielleicht einfach mal so. Ja, was Großes kann ich erstmal nicht verschenken, aber so eine Kleinigkeit, keine Ahnung. Ich kann ein paar Bilder von mir aus und die verlosen oder sowas. Oder ein 3D-Modell. So eine Premiere machen. Ich mache ein 3D-Modell und verlos die dann. Mit ein paar, keine Ahnung, extra Blendshapes oder so. Wäre auch eine coole Sache. Mal gucken. Wie gesagt, vielleicht machen wir bei 450 einfach mal
irgendwas. Sei es jetzt einfach, ich gehe hin und nehme einfach ein Bild von mir, was ich mal gezeichnet habe und druck das halt auf A4-Plakat oder so, ja, A4-Format, A4-Plakat, genau, A4-Format aus und verschenke das als Poster oder so. Vielleicht soll ich mal ein paar meiner Wand hängen, da sind ja jede Menge Sticker von allen möglichen, dass ich da, habe ja hier jede Menge Platz noch, dass ich da mal ein paar aufhänge. Ich habe ja für, erst für eine Convention was vorbereitet, auf die jemand gehen möchte. Ich weiß auch gar nicht, was daraus geworden ist. Weiß ich nicht. Mal gucken, dass ich die dann mit... Sollte ich vielleicht auch generell anbieten, so Poster. Hättet ihr Interesse an meinen Bildern als Poster? Ich kann ja mal hier so einen Durchlauf oder so am Ende mal so einen Durchlauf machen von denen, die ich momentan habe, die ich als A4 gemacht habe, wie man halt auf ein Blatt drucken könnte. Ja. Ich habe ja jede Menge Shit auf Redbubble für T-Shirts und so weiter. Wenn einer Bock hat, kann er auch holen, aber so Poster sind da glaube ich nicht dabei. Aber wäre auch eine Sache, die man verlosen könnte, halt. Posters, Zeugs oder Aufkleber. Also ich habe einen Drucker, wenn der gut, der druckt eigentlich auch ganz gut, wenn ich da halt so Klebefolie habe, die so ein bisschen shiny ist, dieses, ja, glänzend. Dass man da was versteckt, das wäre halt auch generell, dass ich irgendwas zurückgeben kann. Wäre schon nett. Momentan habe ich ja nicht so krass die Möglichkeit, weil ich halt momentan keine Arbeit habe. Vielleicht gibt sich das, weil ich bin ja demnächst irgendwie Arbeit, kann was mehr verschenken, aber ich würde halt euch auch ein bisschen gerne was zurückgeben. So viel dazu. Ich habe hier jede Menge geredet. Aber egal. Das jetzt erstmal so weit dazu. Schreibt doch mal. Ja. Was haltet ihr von den Ideen generell? Was findet ihr besser? Seid ihr Streamer? Seid ihr keine Streamer? Braucht ihr irgendwelche Infos? Wollt ihr irgendwelche Aufkleber oder so weiter haben? Dass ich einen kleinen Shop aufsetze? Dass man halt die Bilder, die ich habe. Weil ich sage, kann auch auf Instagram vorbeigucken, da sitzt es vielleicht besser. Instagram, Divina, das ist ja alles verlinkt. Könnt ihr mal vorbeigucken, wenn euch irgendwas gefällt. Sag, wie wäre es, wenn wir einfach so einen kleinen, ja, Printshop aufmachen? Oder dass wir über Patreon was machen, dass halt die Leute über Patreon einfach Sticker kriegen oder Poster kriegen, immer so random. Momentan zeichne ich ja nicht so viel, weil ich halt das, was ich mache, meistens in meinem Spiel investiere. Weiß ich nicht. Oder generell, hättet ihr Bock, dass ich einfach YouTube-Charaktere erstelle und verlose, die ich dann halt mit VC Face, mit Vivald Studio mache, Blender ein bisschen bearbeite und die dann halt verlose. Das wäre auch eine coole Sache. Das wäre auch so ein Event. Ich mache das live dann auf Twitch und am Ende kann den einer gewinnen. Das wäre auch cool. Ja, momentan habe ich ja ein paar Charaktere, die man auch bei Vivald Studio, nee, Vivald Hub runterladen kann. Die dürft ihr benutzen, die dürft ihr frei nutzen. Die müsst halt mich nur nennen, dass ich den modelliert habe. Wer Bock hat, das ist auch in der Beschreibung, aber dass man halt so unique einerstellt für irgendein Thema, dass man halt sagt, okay, Umfragen kann ich glaube ich nicht machen, dass man sagt, man macht irgendwann mal eine Umfrage und sagt, ja, das ist jetzt das Thema, dazu mache ich einen Charakter und den verlosen wir dann halt im Stream. Das ist ja auch eine coole Sache. Oder generell dann halt bei so Meilensteine, dass man dann sagt, okay, so alle geraden Zahlen, ne, nicht alle geraden Zahlen, aber so 50er Schritte oder 100er Schritte, dass man dann Charaktere verlost. Ist halt, 3D ist halt das, was ich halt mache und dann will ich halt gerne weitermachen und das ist halt schwierig mit dem Verlosen, weil ich habe ja kein physisches Ding, ich habe dann halt eine Datei und hat auch nicht jeder Lust auf so einen 3D-Charakter, glaube ich. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn einer Bock hat, ob ihr Interesse hattet, einfach so einen Charakter zu gewinnen, nicht an der Stelle. Ihr habt zwar dann nicht so viel Einfluss darauf, was es wird, es wird dann ein bisschen schwierig mit dem Umsetzen. Oder man muss halt erst einen Gewinner auslosen und der schickt einem dann halt Vorschläge. Aber ich glaube, das wird dann auch wieder zu kompliziert. Das wird dann einfach, wir machen ihn und dann wird im Stream verlost. Das geht auch bestimmt. Gibt ja über Nightbot, glaube ich, solche Geschichten, wo man dann halt die Zuschauer auslosen kann. Da muss man halt auch da sein. Ja, ich überlege mir da was, aber ich, wie gesagt, wir haben ja viel zu reden. Es wird wieder viel zu viel lang und ich rede einfach nur um den heißen Brei rum und jede Menge. Ja, aber... Sagt. Ist auch nur fair für euch, dass ich mich euch mitteile. Ich will das halt relativ offen gestalten. Das fände ich halt schöner, wenn es halt einfach, ja, ihr wisst, was abgeht. Ihr wisst, teilweise geht es mir nicht so gut, dass ich mit Depressionen kämpfe. Deswegen halt gibt es ab und zu mal weniger. Ich werde auch krank. Ich hatte jetzt die Woche Erkältung gehabt. Deswegen, aber ich würde halt gern schon das alles relativ offen gestalten, was jetzt eigentlich so läuft und so. Ist auch irgendwie Eigentherapie für mich. Ihr seid alle meine Therapeuten, ihr müsst euch den Quatsch jetzt anhören. Wie gesagt, ich habe jede Menge geredet. Wird ein langes Video.
danke, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt. Und ja, schreibt doch mal irgendwas in die Kommentare. Hättet ihr Interesse, dass ich irgendwelche Bilder verlose oder Charaktere verlose? Oder was findet ihr besser, mit dem Zugucken oder selber, wenn ihr Streamer seid? Wo streamt ihr halt gerne? Auf Twitch, auf YouTube? Vielleicht kriegen wir eine kleine Konversation zusammen oder ich komme aus meiner Zwickmühle ein bisschen raus. Ja, und für alle anderen, danke, dass ihr euch wirklich so weit geschaut habt, dass ihr so lange auch hier seid, wenn ihr länger hier seid. Wenn nicht, dann hallo, dass ihr da seid. Und habt noch einen schönen Tag. Und eventuell sehen wir uns gleich mal auf Twitch, weil ich will noch ein bisschen an meinem Spiel bauen, ein paar Assets bauen. Ich brauche noch jede Menge Schränke. Und ja, ich gehe dann mal auf Twitch und wer Bock hat, kann mitkommen oder mir folgen oder keine Ahnung, einfach da sein oder nicht. Ist euch überlassen. Ich will ja keinen zwingen, ist auch doof. Hier wird niemand für irgendwas gezwungen, kann nur Vorschläge machen. Was ihr damit macht, ist dann eure Sache. Tja, so viel dazu. Ich glaube, jetzt habe ich es bald. Tschüss.